Dr. Fuchs, ja. Nein, ich brauche keinen Termin nächsten Monat. Könnten Sie mich denn nicht vielleicht irgendwo zwischenschieben? Ich habe heute gerade einen Schwangerschaftstest gemacht und der ist positiv und ich würde gerne... Mhm. Ja? Das wäre okay. Danke. Wiederhören. Zeit für Kaffee. Was ist denn heute Morgen mit dir los? Gar nichts. Ich muss noch mal kurz weg. Wohin? Ich bin spätestens in 2 Stunden wieder hier. Lukas, aufstehen. Guten Morgen. Morgen. Wer ist denn das? Das ist Floriana. Es war gestern noch ein Konzert im Jugendclub. Das ist eben ein bisschen später geworden. Und Ihre Eltern haben nichts dagegen, dass sie nachts nicht nach Hause kommt? Genau. Naja, soll nicht meine Sache sein. Ich hätte da noch was anderes zu besprechen. Das ist mir sehr wichtig. Es... Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Frau Dr. Klobisch. Das machen wir dann wohl lieber heute Abend. Wie du meinst. Anne Schmidt, 30 Jahre, Verkehrsunfall. Offene Knieverletzung, Quetschungen und Schnittwunden im Brustbereich. Über kurzzeitig bewusstlos. Kreislauf? Stabil, Blutdruck 130 zu 80. Sie bekam nur eine Infusion, sie wollte kein Schmerzmittel. Ich glaube, ich bin schwanger. Ich war gerade auf dem Weg zu meiner Gynäkologin. Wie ist das denn passiert? Ich weiß es nicht genau, mir war schlecht. Der Polizist hat gesagt, da war eine Ölspur auf der Straße. Ich bin irgendwie in Schleudern gekommen und gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Können Sie was sehen? Ich würde sagen, 11. Woche. Sieht alles ganz gut aus. Hier ist der Embryo. Milz und Leber. OB. Keine freie Flüssigkeit. Sie haben Glück gehabt. Labor und Röntgen. Nur das Knie. Und bitte erwähnen Sie, dass die Patientin schwanger ist. Ich schaue später nach Ihnen, ja? Soll ich jemanden benachrichtigen, dass Sie hier sind? Ja, gerne. Herrn Gero Martins. Last-Minute-Reisen Martins im Flughafen. Wenn Sie mit meinem Freund telefonieren, erzählen Sie ihm bitte nichts von der Schwangerschaft. Ich will ihn gerne überraschen. Alles klar. Lukas ist ja nur ein rechener Alter. Du wärst an Katrins Stelle natürlich ganz ruhig geblieben. Schade, dass Jakob nicht da ist. Lukas wollte noch irgendetwas Dringendes mit mir bereden, aber dann stand dieses Mädchen in der Tür und ich habe es vorgezogen, mich diskret zurückzuziehen. Und worüber? Was? Worüber wollt ihr dann sprechen? Weiß ich doch nicht. Vielleicht irgendwas, was seine neue Freundin angeht. Vielleicht... Oh nee, du glaubst doch nicht etwa... Was denn? Wäre ja nicht die erste Überraschung dieser Art, die mir Lukas bietet. Das Mädchen ist schwanger? Wer ist schwanger? Lukas. Also, das würde aber ein medizinisches Wunder grenzen. Sehr witzig. Danke, Schwester. Ja, ich bin schon auf dem Wege. Entschuldigung, ich muss schließen, es tut mir leid. Ein Notfall, bitte kommen Sie morgen wieder. Tag, Direktor zu Frau Schmidt. Haben Sie nicht gehört, das Reisebüro ist geschlossen? Wo kann ich Sie erreichen? Hey! Ich muss Sie sprechen, das ist wichtig. Frau Schmidt liegt im Krankenhaus. Wieso, was ist mit Anne? Sie hatte einen Autounfall. Wer sind Sie überhaupt? Rainer Schmidt, ich bin Ihr Mann.
stumpfes Thoraxtrauma. Der Ultraschall war sonst okay. Frau Schmidt, das Knieröntgen ist in Ordnung. Wir behalten Sie zur Beobachtung hier. Herein. Hallo. Entschuldigung, ist meine Mutter hier? Nein. Habt ihr einen Moment Zeit? Bitte. Komm. Geht es um deine neue Freundin? Indirekt. Ist sie schwanger? Was? Floriane? Glaubt das meine Mutter? Nein, natürlich nicht. Na also? Ich kann für ein Jahr nach Chicago, über die Schule. Chicago? Das ist doch schön. Wo ist das Problem? Es geht schon in 3 Tagen los. Das ist ein bisschen plötzlich. Es ist kurzfristig jemand abgesprungen. Deine Mutter hat ein Problem damit, aber so ein Auslandsaufenthalt erweitert doch den Horizont. Aber es gibt auch was, was dagegen spricht. Das ist ja wieder typisch Roland. Bleib im Land und nähre dich redlich. Damit bin ich bisher gut gefahren. Ich rede mit ihr. Na, dann tu dir mal keinen Zwang. Ich muss zum Patienten. Du schaffst das schon. Was machst denn du hier? Lukas, raus mit der Sprache. Was ist los? Herr Martens war ganz schön aufgeregt. Aber ich konnte ihn beruhigen. Ah, herein. Rainer, lassen Sie uns bitte allein. Ja. Was machst du hier? Ich dachte, du wärst... Ich habe mich vorzeitig entlassen. Der Rest der Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt. Ist für dich. Warum hast du nichts gesagt? Ich wollte dich überraschen. So wie es aussieht, ist mir das ja auch gelungen. Hey, wie geht's dir? Halb so schlimm. In ein paar Tagen bin ich wieder raus. Woher weißt du, dass ich hier bin? Ich war in dem Reisebüro. Wie oft habe ich mir das in den vergangenen 3 Jahren vorgestellt? Wie das wird, wenn ich nach Hause komme? Du hast mich in den letzten Monaten nicht einmal besucht. Deine Briefe hast du auch nicht mehr beantwortet. Ich habe dir geschrieben, aber ich habe sie alle nicht abgeschickt. Rainer, ich habe mich verliebt. Wer ist es? Das ist doch nicht wichtig. Ich habe jede Nacht von dir geträumt. Ich habe Tag und Nacht, ich habe ständig an dich gedacht. Hör auf, bitte, hör auf! Ich bin schwanger. Bitte? Ich bin schwanger. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das überhaupt leisten können. Und was wird aus deinem Abi? Hm? Das mache ich dann halt ein Jahr später. Sagen Sie mal, Herr Wolf, müssen Sie das unbedingt jetzt machen? Aber Frau Doktor, ich bin die Diskretion in Person. Ich habe verstanden. Achim sagt auch, dass es eine gute Idee ist. Sagt er das? Kann ich bitte eine Tasse Kaffee haben? Mhm. Oh, oh, oh. Es wird noch ein ganzes Stück Arbeit für den Jungen. Haben Sie denn mitbekommen, worum es da geht? Klar. Und was sagt Roland dazu? Hör mal, mein Schatz, selbst wenn die ganze Klinik dafür ist, dass du nach Amerika gehst, das ist mir völlig egal. Mama. Lass uns bitte heute Abend in Ruhe darüber reden, okay? Ich muss heute Bescheid geben. Lukas, das ist keine Entscheidung, die man einfach mal so zwischen Tür und Angel trifft. Es geht schon in 3 Tagen los. Ich lass mir aber von dir nicht die Pistole auf die Brust setzen. Wir sehen uns heute Abend. Stimmt so. Frau Doktor, ich will ja nichts sagen. Wenn ich einen Erziehungsratschlag brauche, Herr Wolf, dann werde ich mich ganz bestimmt an Sie wenden. Tja, das ist nicht leicht. Der feiner Kerl. Eigentlich ein Wunder bei der Mutter. Also. Da spricht wieder mal jemand über Dinge, von denen er keinen blassen Schimmer hat. Als ich ins Gefängnis gekommen bin, warst du auch schwanger. Ich mich noch genau erinnern an deinen Anruf aus dem Krankenhaus. Du hast unser Baby gerade verloren. Wir haben nur noch geheult. Die 3 Jahre waren die schlimmsten meines Lebens. Mensch, ich habe doch das alles nur ausgehalten, weil ich gedacht habe, dass du auf mich wartest. Das habe ich ja erst auch.
Mein Gott, du tust gerade so, als wäre die Welt damals für uns in Ordnung gewesen. Das war sie nicht. Wir wollten noch mal ganz von vorn anfangen, wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme. Oder etwa nicht? Anne, ich verstehe dich einfach nicht. Eins war doch zwischen uns immer klar, dass wir uns lieben. Anne. Gib uns noch eine Chance. Das bist du uns schuldig. Und wir haben uns doch mal was versprochen. Anne, bitte. Was wird denn jetzt? Hast du das Baby bekommen? Und, hast du es dir überlegt? Das hättest du mir eben gerade am Handy sagen können. Lukas, wenn du unbedingt nach Amerika willst, dann kannst du auch noch nach dem Abitur dorthin. Es gibt tausende von Möglichkeiten. Wo ist denn da der Unterschied? Ob ich vor dem Abitur ein Jahr verliere oder danach? Lukas. Außerdem habe ich jetzt die Chance. Und was weiß ich bitte, was nach der Schule ist? Geht sie auch nach Amerika? Ja. Na, dann erklärt sich ja einiges. Lukas. Ich bitte dich, du kannst dich nicht von einem Mädchen abhängig machen, das du erst ein paar Tage kennst. Wir sind zusammen. Und das schon seit über einem Monat. Okay, Lukas, nehmen wir mal an, ich wäre einverstanden. Das würde doch schon rein organisatorisch gar nicht mehr funktionieren. Hatschum, es ist bereits alles geregelt. Du musst nur noch Ja sagen. Aber du brauchst ein Visum. Für Amerika braucht man... Hab ich. Und dafür brauchst du meine Unterschrift. Das musste alles schnell gehen. Das ist nicht dein Ernst. Lukas, das ist Betrug. Ich dachte, ich könnte mich inzwischen in solchen Dingen auf dich verlassen. Ich dachte... Was? Was hast du gedacht? Damit hat sich das Thema für mich ja wohl erledigt. Das ist nicht dein Ernst. Bloß wegen dieser blöden Unterschrift auf dem Formular. Ich diskutiere darüber nicht mehr. Ich lasse mir das von dir nicht verbauen. Entschuldigung, mein Name ist Martens. Ich möchte zu Frau Schmidt. Ich bin Schwester Yvonne. Wir haben miteinander telefoniert. Ja. Sie liegt in Zimmer Nummer 8. Kommen Sie bitte. Hier entlang. Danke. Tag. Guten Tag. Später noch mal wieder. Einen Moment. Chirurgische Station, Schwester Yvonne. Die Bestellung für das Verbandsmaterial habe ich gemacht. Die Oberschwester wird Ihnen auch nichts anderes sagen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Giftspritze. Sie. Hallo. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Draußen noch begegnet? Deinem Mann? Ich habe ihn noch kurz gesehen. Ich hatte keine Ahnung, dass er aus dem Gefängnis kommt. Hast du ihm wenigstens gesagt, dass es zwischen euch aus ist? Dass du dich trennen wirst von ihm? Ich habe ihm von uns erzählt. Ist nicht dasselbe. Mein Gott, er kommt gerade aus dem Gefängnis. 3 Jahre. Und die hat er für uns beide abgesessen. Es waren seine krummen Immobiliengeschäfte. Er hat die Anleger und die Banken betrogen. Ich habe gewusst, dass er die Kunden über den Tisch zieht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Du warst doch bei der ganzen Sache nur ein ganz kleines Licht. Ja, du bist ans Telefon gegangen, hast Kaffee gekocht, das ist alles. Ja, ich habe im Büro gesessen und er hat die Drecksarbeit gemacht. Aber das Geld, das haben wir gemeinsam ausgegeben. Und weißt du, darin war ich richtig gut. Er hat dich damit reingezogen. Nee, so einfach ist das nicht. Liebst du ihn noch? Ich finde, das ist eine ganz einfache Frage.
Ich glaube nicht. Er ist mir nicht gleichgültig und ich bin mit ihm verheiratet. Verstehe. Hör zu, der ganze Tag. Ich bin völlig durcheinander. Sie in der Tasche. Gero! Ich liebe dich. Und daraufhin ist Lukas heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Lass es nicht eskalieren. Das tue ich ganz bestimmt nicht. Guten Morgen. Morgen. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Dass du ihm auch noch zugeredet hast. Katrin. Das war großartig von dir. Vielen Dank. Ich muss. Es tut mir leid, aber... Dr. Eichhorn, guten Morgen. Es geht um die Patientin Anne Schmidt, die ich Ihnen heute früh geschickt habe. Ist das MRT schon befundet? Ich warte darauf. Danke. Ihre schwangere Patientin? Sie hatte letzte Nacht immer wieder starke, krampfartige Schmerzen im Brustbereich. Bei einem Thorax-Trauma ist es nicht ungewöhnlich. Oder haben Sie einen Verdacht? Auf dem Ultraschall war die Aorta nicht genau zu beurteilen. Ein traumatisches Aneurysma, das wäre ungewöhnlich. In 20 Minuten haben wir die befundeten Bilder aus der Radiologie. Ich werde das Kind bekommen. Es ist okay. Ich habe die ganze Nacht wachgelegen und drüber nachgedacht. Das stört mich nicht. Das ist nicht von mir. Du bist verrückt. Du, ich habe gestern ein fantastisches Haus gesehen. Eine Villa um 1900. Das wäre genau das Richtige für uns. Und der Garten da hinten ist riesig. Das ist ein Kindertraum. Wir haben Platz für eine Wippe, Rutsche, Sandkasten, Pool, was du willst. Wir müssen ein bisschen was investieren, aber es lohnt sich. Anne. Das sind doch alles Luftschlösser. Du bist pleite. Kannst du dich an Justus Bockheim erinnern? Er hat die Baufirma von seinem Vater gehabt. Wir können den Vertrieb für ihn übernehmen. Nee, nicht wir. Ich lasse mich von dir nicht mehr in irgendwas reinziehen. Ja, ich melde dich später nochmal. Anne, das ist doch alles völlig legal. Du brauchst dir deswegen keine Sorgen zu machen. Das hast du mir schon so oft gesagt. Vertrau mir. Lass uns nochmal ganz von vorne anfangen. Zu dritt. Das ist nicht unser Baby. Begreifst du das nicht? Anne. Schau mal, wir haben unser Baby verloren. Du hast geglaubt, dass du nie wieder ein Kind bekommen könntest. Das ist ein Wink des Schicksals. Frau Doktor, Ihr Sohn geht ins Ausland? Der Flurfunk scheint ja wie immer zu funktionieren. Ich war als Studentin auch mal ein paar Monate drüben. Die Zeit möchte ich nicht missen. Das hat mich ja gerade, was Weltoffenheit und Toleranz angeht, ein ganzes Stück weitergebracht. Hat es das? Wie meinen Sie? Na, Weltoffenheit und Toleranz sind ja nicht gerade Ihre Stärken, oder? Das habe ich mir schon gedacht, dass Sie dagegen sind, dass Lukas seine Chancen nutzt. Das ist das Problem bei alleinerziehenden Müttern. Die können nicht loslassen. Also insbesondere Mütter von Söhnen. Da ist der Sohn ja oft der Partnerersatz. Und je mehr die Hoffnung auf eine Beziehung schwindet, desto mehr klammern sie. Und das ist eben die Angst vor dem Alleinsein. Aus welchem Erziehungsratgeber haben Sie das denn? Das habe ich mir schon gedacht, dass Sie das nicht wahrhaben wollen. Sie meinen also, ich soll meinen Sohn loslassen und mir einen Mann suchen? Besser hätte ich es gar nicht ausdrücken können. Na, wenn die Theorie stimmt, armer Bastian. Aber man soll ja die Hoffnung bekanntlich nicht aufgeben. Zu jedem Topf passt ein Deckel. Was machen Sie denn? Ich nehme die Treppe. Zicke. Ihre Aorta. Hier ist es zu einer Aussackung gekommen, sehen Sie? Mhm. Das Aneurysma ist groß. Es besteht die Gefahr, dass es platzt. Und dann kommt es zu lebensbedrohlichen inneren Blutungen. Muss ich operiert werden? Unter normalen Umständen wäre das gar keine Frage. Aber in Ihrem Fall, die Schwangerschaft ist das Problem. Bei dem Eingriff muss die Aorta kurz abgeklemmt werden. Für den Embryo besteht da die Gefahr einer Sauerstoffunterversorgung. Mal ganz abgesehen von dem allgemeinen Narkose- und OP-Risiken. Und was schlagen Sie vor?
Die Situation ist im Moment nicht akut lebensbedrohlich. Wir können mit der OP bis nach der Entbindung warten, sofern das Aneurysma nicht noch größer wird. Wenn das die einzige Chance ist, dann... Sie werden die gesamte Schwangerschaft in der Klinik verbringen müssen. Was ist, wenn das Aneurysma größer wird? Dann ist eine OP unausweichlich, mit allen Risiken, auch für Ihr Baby. Und dann gilt Mutter vor Kind. Das muss Ihnen klar sein. Tag. Ach, einen Augenblick. Sie können jetzt nicht zu Frau Schmidt. Der Eichhorn ist gerade bei ihr. Hallo. Entschuldigen Sie, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich Ihnen Bescheid gebe. Ach, da komme ich hier genau im richtigen Moment. Ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie meine Frau in Ruhe lassen würden. Ich will mich nicht mit Ihnen streiten. Wollen wir das nicht über Anne entscheiden lassen? Entschuldigung, ich bin der Mann von Frau Schmidt. Danke. Hallo. Bitte nur einer. Frau Schmidt braucht im Moment sehr viel Ruhe. Ihr sitzt irgendwo hier, aber eine Operation kommt wegen der Schwangerschaft nicht in Frage. Aber es besteht doch keine Lebensgefahr, oder? Nicht, solange das Aneurysma nicht größer wird. Ach, das wird's nicht. Wir haben so viel Pech gehabt in den letzten Jahren. Und dann muss doch unsere Glücksstunde mal beginnen. Also, ich besorge uns ein Auto. Und wenn es in den nächsten Tagen ein bisschen besser geht, dann zeige ich dir unser neues Zuhause. Das ist schon unser neues Zuhause. Ich brauche keine Luxusvilla. Das sind ja ganz neue Töne. Seit wann das denn? Ich war in den letzten Jahren in meiner kleinen Wohnung sehr glücklich. Hast du eine Vorstellung davon, wie viel Kraft mich das gekostet hat, mir ein neues Leben aufzubauen? Sie haben hier nichts zu suchen. Rainer, bitte lass. Wenn du willst, dass ich gehe, dann gehe ich. Natürlich will Anne das. Komm, hier, mach einen Abflug, ja? Sie haben beide gehört, was Dr. Eichhorn gesagt hat. Frau Schmidt braucht Ruhe. Herr Martens? Gut, ich komme später wieder. Du bist auch, ja? Und Sie bleiben auch nicht mehr so lange. Ich bringe gleich eine Vase für die Blumen. Danke. Was? Du gehst nicht zulassen, wie der sich zwischen uns drängt. Das sag ich dir. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass er hier ist? Wir können nicht so tun, als ob es Gero nicht gäbe. Anne, ich möchte, dass wir beide unsere Chance nicht wegwerfen. Ich muss ihm endlich sagen, dass er Vater wird. Hallo. Hallo. Habt ihr Lukas Globisch irgendwo gesehen? Ja, der Lukas, der ist da hinten rechts um die Ecke. Danke. Was machst du denn hier? Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass ich mir Sorgen mache? Brauchst du nicht? Du könntest ja wenigstens Bescheid sagen, wenn du nachts nicht nach Hause kommst, oder? Sonst doch was. Sag mal, Dr. Globisch. Das sind doch alles deine Sachen. Was soll denn das? Ich ziehe aus. Bitte? Ich werde eine Weile im Jugendclub schlafen. Bist du jetzt völlig verrückt geworden, Lukas? Das ist doch wohl meine Sache, oder? Okay, wie du meinst. Bitte, Sie bitten sich in Zukunft von Anne fernzuhalten. Wenn Sie gekommen sind, um mir das zu sagen, dann die Mühe hätten Sie sich sparen können. Ich liebe Anne. Du meine Güte, ja? Und ich werde sie nicht aufgeben. Wie lange geht denn das schon mit Ihnen beiden? Zwei Wochen? Oder zwei Monate? Ich bin mit Anna seit über 10 Jahren zusammen. Das ist eine verdammt lange Zeit, nicht wahr? Das ist Vergangenheit. Du, pass mal auf, wir sind noch immer verheiratet, ja? Und wir werden es auch bleiben. Mach dir doch nichts vor. Du bist doch gar nicht Annes Kragenweite. Glaubst du denn wirklich, das hier ist ihre Welt? Hören Sie. Deswegen bin ich gar nicht hier. Anne will, dass Sie wissen, dass sie schwanger ist. Und wenn sie etwas im Moment überhaupt nicht gebrauchen kann, dann ist das Stress. Das weiß sie doch nicht erst seit heute. Was wird hier eigentlich gespielt? Das zwischen Anne und ihm, das war ein Seitensprung mit Folgen. Nicht mehr, nicht weniger. Ich verstehe nicht. Kuckuckseier, die gibt's in jeder dritten Familie. Nur, dass wir in dem Fall beide bescheiden wissen. Alles klar? Seine Bücher, seine Gitarre. Der gesamte Inhalt seines Kleiderschranks, sogar seine Matratze hat Lukas mitgenommen. Das ist ja wirklich ganz schön hart. Und wie er mich angesehen hat. Ich an deiner Stelle hätte ihn an beiden Ohren nach Hause gezerrt.
Das ist ja ein ganz toller Vorschlag. Man hätte ihn festgebunden oder am besten gleich eingesperrt, ja? Achim war auch in den Staaten. Es hat ihm nicht geschadet. Aber erstens war Achim da meines Wissens nach schon viel älter und zweitens... Warum will Lukas bloß weg? Bin ich so eine Rabenmutter oder was? Ach, Jungs brauchen ihre Freiheit. Seine Freiheit hat er doch bei mir. Und außerdem ist das ein völlig falscher Zeitpunkt. Fragt sich bloß für wen. Er steht kurz vor dem Abitur, muss die Schule zu Ende bringen. Genau. Abitur hin oder her. Für Mütter ist es immer der falsche Zeitpunkt. Den Satz habe ich heute schon mal gehört. Von Sarah Marquardt. Ach, ich habe doch das nicht böse gemeint. Aber welche Mutter lässt ihren Sohn schon freiwillig los? Hm? Das ist doch ganz normal. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Nee, nee, nee. Du bleibst hier. Für die Blumen bedankt. Die sind wunderschön. Danke. Du bist schwanger. Woher weißt du das? Nicht von dir, und das ist ja wohl das Entscheidende. Ich wollte es dir sagen. Warum hast du es nicht gemacht? Wegen Rainer. Als der gestern hier aufgetaucht ist, ich war völlig durcheinander und ich... zwischen euch beiden ist das längst aus. Sonst hätte ich mich nie auf dich eingelassen. Das dachte ich doch auch. Wie es aussieht, war ich für dich doch bloß eine belanglose kleine Affäre. Nein! Nein? Okay, wenn du das unbedingt so sehen willst. Dann ist ja wohl alles gesagt. Du bist ein verdammter Idiot. Ist größer geworden. Das verursacht den Schmerz. Wir müssen operieren. Nein. Frau Schmidt, Sie riskieren Ihr Leben. Es geht um ein Baby. Sie haben selbst gesagt, dass ich... Das Aneurysma ist noch nicht geplatzt. Aber gibt es eine Chance ohne Operation? Ja oder nein? Eine minimale vielleicht. Aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass... Das ist meine Entscheidung. Lukas mal wieder gemeldet? Er ist zu Hause ausgezogen. Na, das ist ja ein durchschlagender pädagogischer Erfolg. Ich habe Ihnen doch meine Hilfe angeboten. Nicht nur Sie. Das nächste Mal mache ich einen Aushang im Foyer. Aber das war doch alles absehbar, Frau Doktor. Wenn man Kindern nicht den Freiraum lässt, Herr Wolf, haben Sie Kinder? Ich? Wieso? Eben. Deshalb habe ich gleich keine Ahnung. Also wenn ich Kinder hätte, wäre ich ganz bestimmt ein guter Vater. Ja, ganz bestimmt. Ich war heute Morgen in dem Jugendzentrum. Bei Lukas? Ich habe mit ihm geredet, von Mann zu Mann. Ich dachte, das hilft. Ich kann mich nicht erinnern, dich darum gebeten zu haben, Roland. Ich habe ihm deine Haltung erklärt. Und dass das alles nicht wert sein kann, sich so einen Stress zu machen. Warum kümmern sich die Menschen in dieser Klinik eigentlich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten? Ach, Katrin. Scheint ja ganz schön überfordert, die Gute, was? Abwarten. Bastian wird auch größer. Ja, das ist aber alles eine Frage der Erziehung. Und der Gene. Erschreckende Vorstellung. Warum warst du bei Gero? Warum mischst du dich da ein, hä? Anna, das ist doch im Augenblick völlig unwichtig. Ich hätte es ihm sagen müssen, ich. Wenigstens haben wir jetzt klare Verhältnisse. Ja? Anne, das Wichtigste ist doch erstmal, dass du wieder gesund wirst. Du musst dieser Operation zustimmen. Ich bin verantwortlich für mein Kind. Du bist verantwortlich auch für dich selbst. Ich bin mit Justus verabredet. Wir wollen uns einen Häuserblock in Reutnitz ansehen. Einen ganzen Häuserblock. Pass auf.
Ich komme heute Nachmittag wieder und dann reden wir gemeinsam mit dieser Ärztin. Nein, das machen wir nicht. Halt dich da raus, okay? Kümmere dich um dein eigenes Leben und lass mich in Ruhe. Entschuldige bitte, ich versuche dir zu helfen, ja? Für dich ist es alles ganz einfach, ne? Klar. Du bist ja auch nicht der Vater. Bin ich nicht. Und wahrscheinlich bist du sogar froh, wenn ich das Baby verliere. Das ist nicht wahr, Anne. Roland wollte doch nur vermitteln. Ich meine, du kennst ihn ja. Findest du auch, dass es falsch von mir war, dass ich mich so gesperrt habe? Ehrliche Antwort. Ja. Es ging alles so schnell. Gerade eben war er noch mein kleiner Junge und auf einmal... Und auf einmal sind sie erwachsen. Ich weiß, dass ein Jahr schnell vergeht. Aber danach wird es nie mehr so sein, wie es mal war. Vielleicht hatte Charlotte ja gar nicht so unrecht mit ihrer Theorie über Mütter. Also wenn Jakob jetzt auf die Idee käme, plötzlich ins Ausland zu gehen, ich würde mich sicher auch nicht anders verhalten. Na, wenigstens bin ich normal. Ja, das bist du. Keine Veränderung. Ist doch gut. Niemand kann voraussagen, wie lange das so stabil bleibt. Frau Schmidt, Sie gehen ein unkalkulierbares Risiko ein. Bei einer Operation muss es nicht zu Komplikationen kommen. Versprechen können Sie mir das nicht. Eine geplante OP ist immer der bessere Weg. Nicht, solange es noch irgendeine andere Möglichkeit gibt. Es ist Ihre Entscheidung. Schwester Yvonne, wenn Sie an meiner Stelle wären, was würden Sie machen? Ich würde Dr. Eichhorn vertrauen. Dürfte ich mal telefonieren, bitte? Natürlich. Einfach eine Null vorwählen. Danke. Warten Sie. Ja, ich glaube, das könnte was für Sie sein. Sehen Sie sich das in Ruhe an und wenn Sie Fragen haben, dann... Last Minute Reisen, Martens. Gero Martens am Apparat. Gero? Ich muss dich sprechen. Bitte. Ja? Bitte. Nach Chicago. Wieso denn das auf einmal? Weil ich dir keine Steine in den Weg legen will, Lukas. Und schon gar nicht der Klotz sein will, der an deinem Bein hängt. Es ist nur die Vorstellung, dass du plötzlich weg bist und ich... Mama. Ich weiß, das ist mein Problem. Aber wir kriegen das schon. Dein Visum für Amerika hast du ja. Ich werde hier bleiben. Bei dir. Ich habe dich angerufen, weil ich kann die Entscheidung nicht alleine treffen. Du bist der Vater. So wie ich das verstanden habe, hast du gar
gar keine Alternative. Ich könnte abwarten. Und dein Leben weiter aufs Spiel setzen, ja? Bin ich ja eigentlich der Einzige, der nicht egal ist, ob das Kind leben wird oder nicht. Glaubst du das wirklich? Dich und für Rainer macht das Baby doch alles nur noch kompliziert. Das ist doch Unsinn. Es geht nur um dich. Tut mir leid. Ich hab's nicht so gemeint. Ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen. Aber mach es. Okay. Ich gebe Dr. Eichhorn morgen früh Bescheid. Danke. Nur zu viert? Ist Lukas gar nicht da? Lukas ist auf der Abschiedsfete für die Amerika-Fahrer. Dann ist ja wieder alles in Ordnung. Also es tut mir leid, aber ich finde dich ziemlich egoistisch. Wie meinst denn du das? Lukas fährt nicht, weil er dir nicht wehtun will, damit du nicht alleine bist. Achim, du klingst schon wie Sarah Marquardt. Und dann hat Sarah eben ausnahmsweise mal recht. Der Junge ist zur Vernunft gekommen, sowas soll es ja geben. Er hat sich doch frei entschieden, oder? Eben. Möchte jemand weinen? Also bei dem Stress, den Lukas zurzeit mit Katrin hat, ist es doch verständlich, dass er sich um jeden Preis versöhnen will. Aber ich bleibe dabei, das ist ein Opfer. Also bestenfalls ist es ein Kompromiss. Nenn es, wie du willst, aber ich gehe jede Wette ein, dass Lukas seinen Entschluss nach ein paar Tagen bereuen wird. Dann ist es zu spät. Und ob das für euer Verhältnis gut ist? So ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Was bitteschön hättet ihr denn an meiner Stelle getan? Hm? Ja. Also frage ich lieber nicht. Morgen. Morgen? Und? Wie war deine Fete gestern? Cool. Cool. Wann wollen wir deine Sachen holen? Du bereust es schon, oder? Was? Du hier bleiben willst. Und deine neue Freundin ist bestimmt auch nicht gerade begeistert. Kann ich mir vorstellen. Bekomme ich heute noch mal eine Antwort? Es ist schon okay. Ich gehe nach dem Abitur ins Ausland. Dann fällt mir bestimmt auch irgendwas ein, was dagegen spricht. Ja. Und du wirst so ein Muttersöhnchen, das mit 30 noch zu Hause wohnt. Wer ist denn der Ansprechpartner in eurer Schule für euer Austauschprogramm? Herr Brennemeyer. Warum? Hast du deine Telefonnummer? Weißt du denn schon, wann du operiert wirst? Hey, es ist auf alle Fälle die richtige Entscheidung. Seinetwegen? Nicht nur. Du hast dich kein bisschen verändert in den letzten 3 Jahren. Du bist genau wie früher. Anne, ich... Deine Immobiliengeschäfte, dein ganzes... Anne, bitte, ich... Schau mal, ich... Ist egal. Es ist deine Sache. Ich bin nicht mehr dieselbe. Ich habe ein völlig anderes Leben. Ich bin glücklich. Und in dem Leben war es so... Kein Platz mehr für mich. Hey, nichts. Anne, was? Was ist denn? Anne, was ist denn? Anne! Schwester! Morgen, Achim. Morgen? Lukas fliegt heute Mittag. Es ist richtig so. Wahrscheinlich. Ich will ihn zum Flughafen bringen, aber ich weiß noch nicht, wann ich hier wegkomme. Ich habe Roland noch nicht erreicht. Wir kriegen es schon irgendwie hin. Das hoffe ich. Morgen. Morgen. Schmidt hat der OP endlich zugestimmt.
Wollen Sie mir assistieren? Natürlich. Wie sieht das Aneurysma aus? Es ist größer geworden. Vielleicht heute Nachmittag. Schlage 16 Uhr vor. Okay. Lubisch? Ich sag ihr Bescheid. Dr. Eichhorn, das war die ITS. Einer Frau Schmidt geht es schlecht. Sie möchten bitte sofort kommen. Beiseite bitte. Frau Schmidt? 80-40, 120er Frequenz. Das Aneurysma ist rupturiert. Rufen Sie sofort im OP an. Ganz ruhig atmen. Danke. Hallo, kannst du Lukas zum Flughafen bringen? Ja, wie? Fliegt der jetzt doch? Ja, gleich, heute Mittag. Der sitzt zu Hause auf gepackten Koffern. Katrin hat eine OP, ich kann auch nicht weg. Natürlich nicht. Komplizierte Bandscheibenoperation. Wann genau fliegt der? Ja, anderthalb Stunden. Ja. Beeil dich. Ah, also Roland, ich brauch doch deinen Autoschlüssel. Katrin versucht noch zum Flughafen zu kommen, vielleicht schafft sie es. Ja. Wissen Sie schon was? Sie hat darauf operiert. Wie kommt es, dass Sie mich angerufen haben? Ich habe keine Ahnung. Und Schwester? Es gibt leider noch nichts Neues. Auf alle Fälle kann es noch eine Weile dauern. Pia ist jetzt mit Lukas auf dem Weg zum Flughafen. Wir sind gleich fertig. Hier ist alles voller Blut. Ich sehe nichts. Saugen. Zettel? Naht. Sie Knoten. Wie ist der Druck? 80-50. Ihr habt noch 30 Minuten, dann wird es kritisch für das Baby. Bestellen Sie noch 3 Konserven nach. Noch eine Klemme für mich? Macht etwas, der Druck fällt. Naht. Schnell, saugen. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Keine Ahnung. Ich hoffe bloß, Mama schafft das noch rechtzeitig. Ganz bestimmt, dann mach dir jetzt mal keine Sorgen. Ach, guck mal, da drüben, sind die nicht aus deiner Schule? Nein. Hast du dein Ticket? Lukas? Okay. Du, ich würde sagen, du checkst jetzt erstmal ein und ich warte da vorne auf Achim und Katrin, ja? Okay. Ich habe mich noch nie in eine Beziehung gedrängt. Das haben sie auch nicht. Das war der Knast. Aber eigentlich war es schon die Firma. Wir haben ja beide nur noch gearbeitet. Es lief schlechter und schlechter. Und ich wollte nicht aufgeben. Damals ist unsere Ehe den Bach untergegangen. Das wollte ich nie wahrhaben. Aber Anne ist bei ihm geblieben. Und jetzt? Jetzt hat sie sich für sie entschieden. Genau gespürt, dass sie mich die ganze Zeit nur besucht, weil sie sich verantwortlich fühlt. Mitschuldig. Und das war sie nicht. Haben Sie das mal gesagt? Wie geht es ihr? Wir haben das Aneurysma ausgeschaltet. Die Operation ist den Umständen entsprechend gut gelaufen. Und das Baby? Im Ultraschall nach der OP war alles in Ordnung. Frau Schmidt ist jetzt auf der Intensivstation. Sie können zu ihr, aber leider nur einer von Ihnen. Ich glaube, das ist Ihr Part. Kommen Sie. Ich bringe Sie zu ihr. Frau Dr. Eichhorn? Könnten Sie Frau Globisch ausrichten, dass ich beim Auto auf Sie warte? Mache ich. Dürfen wir? Bitte. Es geht ihr gut. Ihr Kreislauf ist stabil. Dr. Kreuzer wartet draußen auf Sie. Danke.
Hallo, Frau Schmidt. 5 Minuten, ich bin nebenan. Mit dem Baby ist alles in Ordnung. Ich weiß. Hast du Schmerzen? Ich hab mir so sehr gewünscht, dass du bei mir bist, wenn ich aufwache. Ich weiß jetzt, was ich will und wohin ich gehöre. Du musst nicht sprechen. Zu dir, wenn du mich noch willst. Schwester Yvonne, ich kann den Achim nicht erreichen. Wann genau sind denn die losgefahren? Aha. Gut. Tschüss. Also, Sie müssen jeden Moment hier sein. Das bist du. Mist. Das hat doch alles keinen Sinn mehr. Komm. Ich kann doch nicht einfach... Lukas, du verpasst ja das Flugzeug. Sag ihr, ich rufe sofort an, wenn ich gelandet bin. Mach ich. Komm. Alles, alles Gute. Bis bald. Ihr seid doch in einem Schuld, ihr und Roland. Das verzeih ich euch nie.